Ich muss heute was sagen, ich habe zwar unten schon viel geredet, natürlich auch nicht so viel wie ihr. Alberner Hafenwochen 2011. Es sind doch annähernd, glaube ich, fast alle beteiligten Bands vertreten, zumindest die richtig Leihwanden sind auf jeden Fall. Da sagen wir es einmal so. Ne? Auf jeden Fall. Applaus. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Wir haben heute, wie ihr schon vielleicht am Hafenopener gehört habt, einen Preis zu verlosen, der das Park Recording Studio zur Verfügung gestellt hat. Es ist immer wieder schön, wenn sich irgendwas bewegt. Es bewegt sich sowieso in Österreich nichts. Wir kennen so viele gute Musiker, wir haben sie auf der Bühne gehabt. Ne? Ich hoffe, wir haben sie nächstes Jahr wieder auf der Bühne. Leider können wir nicht alle wählen, ne? Also können wir nicht alle guten Musiker hinstellen. Aber ich denke, von Jahr zu Jahr wird jeder die Chance kriegen, da zu spielen und zu beweisen, das Können zu beweisen. Und wir hoffen, dass wir irgendwie ein bisschen auch andere Medien erwischen, vor allem die, was irgendwann einmal sagen, okay, in Österreich tut es ja mehr als Armbrust und die ganzen Alten, sondern wir haben ein junges Potenzial da in Österreich, genau das ist das Ziel, was wir eigentlich mit dem Hafen auch mehr bewirken wollen. Und dafür sage ich danke und ich hoffe, ihr meldet euch nächste Woche, nächstes Jahr wieder und gebt ihn wieder weiter an meinen Freund. Sorry. Wir haben das aufgefächert. Schafi hat das hervorragend vorbereitet, wie er heuer auch die ganzen Bands gemanagt, produced hat und gefilmt hat teilweise und für die Gastro gesorgt hat. Es sind lauter gleiche Umschläge, könnt ihr euch das ausschauen, ja. Wir brauchen also keinen Skibrillentest, machen wir da sowas in der Richtung. Wir brauchen, weil er weiß, wo unser Patrizia sonst hinfummelt mit den Haaren. Richtig. Darum halten wir es nur her. Und eine Novität. Es kann nicht nur jemanden treffen, der heute da ist, der gewinnt, sondern die Veranstalter haben festgelegt, im Namen des zur Verfügung gestellten Sponsors, des Parktec Records, dass heute ein Bandname, der nicht der arrivierten Bands, sondern der jungen österreichischen Bands gezogen wird. Und egal, ob die jetzt da sind oder nicht da sind, der Preis ist vergeben. Ne? So, und jetzt da Trommelwirbel von eurer Seite noch für unsere Patrizia. Da ist er. Und die Oscar goes. Sie ist heute schon angesprochen worden. Sind nicht da, weil sie in Graz daheim sind. Solo zu viert, gewinnt den Tag bei Parktec Records. Applaus für die große Kraft. Und ein Riesenapplaus für die Patrizia für das gefühlvolle Handeln. Wir sind alle gespritzt auf eine halbe on the rocks und flambiert. Wir sind geschüttelt, wir sind gerührt. Wir sind alle gespritzt auf eine halbe, richtig motiviert, daueralkoholisiert.